ein Zweifleck-Weißspanner. Normalerweise ein Nachtfalter. Ja, wir hatten Glück, aber das war an einem Waldrand und es war ziemlich dunkel. Du vermutest also, dass sie sich getäuscht haben, ne? Vielleicht, in der Tageszeit. Ja. Ich weiß nicht mehr, war das gegen Abend oder das weiß ich nicht mehr. Ja, im Allgemeinen gehen wir dort gegen Abend. Und sie sind eigentlich weit verbreitet, von Europa bis nach Japan. Und das war's schon? Das war's schon, ja. Hier eine Biene. Sie hat ich denke, es ist ein Hummel. Ist eine Hummel? Ja. Ah ja. Und sie hat da irgendetwas Leckeres gefunden auf ja, einem ja. Blatt. Nur kurz, hier haben wir unseren Hauptdarsteller. Ja, eine schöne Springspinne. Ja. Und ich denke, es ist der dunkle Sichelspringer. Das vorhin war ein Weibchen und das hier ein Männchen. Ja, aber ich bin natürlich auch nicht ganz sicher, weil sie sagen, wirklich richtig bestimmen kann man sie nur unter dem Mikroskop. Es gibt so ganz ähnliche. Und sie hat sich immer wieder unser Makro angeschaut, ja, unsere ja. Linse. Und die Männchen, die sind klein, die sind nur so 5 bis 6 mm. Diese Dame hier hat sich auf einer Stange präsentiert, ja? Ja, ja. Stangentanz. Genau. Und man sieht sehr gut die Größenverhältnisse. Das ist ein dornbewaffneter Stängel hier. Ja? Ja. Und sie ist dazwischen. Ja, sie ist etwa 6 bis 8 mm. Aber sie präsentiert sich wunderschön. Schaut uns ganz genau zu. Ja, ja. Wir haben ihr alles über YouTube erklärt und Hollywood und den roten Teppich. Genau, roter Teppich. In Hollywood, nicht hier, natürlich. Genau. Und ja, sie ist Anwärterin, oder? Ich weiß nicht, ob sie das verstanden hat. Ja, sie überlegt sich das. Also, so wie sie sich jetzt präsentiert, in verschiedenen Posen. Ja, wahrscheinlich, vielleicht schon, ja. Ja. Ja, sie hat alles gezeigt, was sie hat. Ja. Ja, mehr geht nicht. Aber so wird sie kaum eine Beute fangen, wenn sie sich immer so bewegt. Ja, sie muss natürlich die Umgebung ganz genau abchecken. Sie sind übrigens weit verbreitet, diese Spinnen. Von Nordafrika bis nach Sibirien. Und auch in ganz Europa. Sie haben aber nicht so gerne kalt, weil in Irland und Island sind sie nicht vertreten. Wurden sie noch nicht eingeschleppt vielleicht? Das kann sein, ja. Und Irisch ist natürlich eine schwierige Sprache. Ja, also. Genau, ja. Und Island ist sehr weit weg. Ja. Das ist wieder ein Männchen, ein anderes. Ich denke, ja. Etwas besser ausgefärbt. Aber präsentiert sich auch sehr schön. Oder ist es ein Weibchen mit den Boxhandschuhen? Ich weiß es nicht. Aber den Bart sieht man immer sehr schön, den sie haben. Ja, und diese Zweifleckfalter da haben ihn als, oder sie, die Dame hier, als Subunternehmer
engagiert. Ja. Wir sehen sehr gut den Grössenvergleich von unserer Stativschraube und der kleinen Dame hier. Und weg. Und hier ist sie wieder. Und sie sollte das Stativ reinigen, aber sie hat sich gut umgeschaut und behauptet, es gebe keinen Schmutz, oder? Genau, ja. Es gäbe da überhaupt nichts zu reinigen. Ja, sie schaut sich alles ganz gut. Jetzt schaut sie oben nach. Auch kein Schmutz nach ihrem Ermessen, oder? Sie hat sich ziemlich lange umgeschaut. Ja, ja. Und hat wirklich nicht verstanden, was sie hier putzen sollte. Ja. Alles sauber. Ja, sie ist wirklich extrem klein. Ja, extrem. Aber wie ein Weltmeister. Ja, hier haben wir unsere Haushühner. Ja, ich denke, es sind ein Haushühner. Und das sind die Damen hier. Wie sagt man, wie sie machen? Scharren. Scharren, ja. Ja. Und der Herr, wie ich das bestimmt habe, ist es eine Appenzeller Spitzenhaube. Ist eine eigene Rasse, die schon seit dem 15. Jahrhundert vor allem in der Schweiz in Appenzell gezüchtet wurde. Der Herr hat keinen typischen Hahnenkamm, sondern eine richtige Frisur. Ja, ja. Sie sind sehr speziell. Haare auf dem Kopf und ziemlich dicke Hosen an, oder? Ja, ja. Und beaufsichtigt da seine zwei Damen. Und sie sind bei uns, sind sie eigentlich eine Zeit lang, so in den 50er Jahren sind sie fast ausgestorben, aber dann haben sie wieder angefangen zu züchten. Und jetzt sagen sie, der Bestand sei ziemlich stabil. Das war ein Verdienst von Spezia Rara. Ja, eine spezielle Vereinigung. In der Schweiz, die für seltene Rassen und... Ja, die sich dafür einsetzt, ja, dass sie erhalten bleiben. Ja, eine gute Sache. Ja, sie machen auch viel mit Ziegen. Ja, ja. Schafe, Ziegen, ja. Haustiere auch gemeinsam. Es ist wirklich schön zu sehen, wie Hühner sich draußen verhalten, ja. Ja, wenn sie sich wohlfühlen. Jeder hat da seine Pflichten. Damen suchen Futter, der Herr überblickt alles. Genau. Das sind sicher sehr glückliche Hühner hier. Ja. Sie leben es wirklich artgerecht. Ja? Genau, ja. Und wenn wir Eier kaufen aus Bodenhaltung, dann ist das nicht dasselbe. Nicht ganz, nein. Ja, da hat ein Huhn vielleicht einen Quadratmeter, ja, wenn überhaupt, Bodenfläche zur Verfügung. Aber sie können mindestens auch ein bisschen scharren. Ja. Und bei uns, das ist verboten schon lange, oder? Die Käfighaltung. Ja. So, das war's. Bis später. Bis dann.